Lindor Tabak 2017, der gut gefüllte und auch gleichzeitig gut erhitzte Messestand der Firma Kohlhaas & Kopp. Also gehen wir davon aus, am Freitag Spätnachmittag, dass hier schon relativ viele Zigarren und Tabak geprobiert wurden, dass es hier entsprechend auch gute Stimmung gibt. Und ich habe einen neuen Gesprächspartner hier bei der Firma Kohlhaas & Kopp, den Dirk Richter. Herr Richter, Sie vertreten sozusagen meinen über lange Jahre gewachsenen Kontakt zu Herrn Attix. Freue mich, dass ich jetzt so einen strahlenden Repräsentanten des Hauses Kohlhaas & Kopp habe. Und wir haben ja eine ganze Menge Produkte. Sie haben ja immer ein richtiges Feuerwerk an Produkten, wenn es zur Messe geht. Teilweise haben wir da schon schriftlich darüber berichtet, aber jetzt wollen wir von Ihnen wissen, was sind denn diese einzelnen Produkte? Zum Beispiel haben wir hier eine 55. Genau. Rocky Patel wurde letztes Jahr 55 Jahre. Und was macht ein Zigarrenpatron? Der schenkt sich eine Zigarre zum Jubiläum. Andere gehen mit 55 vielleicht in den Keller und sinnieren über ihr Leben. Rocky bringt eine neue Serie raus, 55. Eine Nicaragua-Zigarre mit einem natürlich 55er Ringmaß, drei Formate, das perfekte Alter. 55 deutet er eben so, dass er uns drei neue Perfektos vorstellt. Und die liegen preislich wo? Preislich liegen die drei Formate zwischen 8,80 Euro und 9,40 Euro. Vertretbar? Absolut vertretbar. Ist ein sehr schöner, cremiger Smoke. Man erwartet also bei Nicaragua immer so sehr starke, sehr präsente Aromen. Mit 55 hält sich Rocky ein bisschen zurück. Sehr dezente, sehr schöne Aromen. Wirklich ein wunderbarer Smoke. Hat Rocky Patel noch weitere neue Produkte hier mit zur Messe gebracht? Da kommen wir gleich zu, ja. Eine Sortimentserweiterung der 99er-Serie. Okay, dann war ich wieder zu neugierig. Dann kommen wir jetzt zu dem, was Sie uns jetzt gerne noch vorstellen würden. Genau. Ja, wir sehen uns dann vielleicht erstmal am Flor de Copan-Stand. Okay, gerne. Ja, also ein paar Meter weiter erwartet uns eine Flor de Copa. Was hat der Richter zu diesem Produkt denn für uns zu sagen? Also Flor de Copan ist ja einer unserer wirklichen Bestseller aus dem Hause Kohlhaase. Und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr eben wirklich wieder eine Limited Edition von Flor de Copan präsentieren dürfen. Eine wunderschöne 10er-Kiste in der Klarlacklackierung mit 10 Grand Toro drin. Ein Format, was es so in der Serie nicht zu kaufen gibt, also nur in dieser Limited Edition. Und es ist ein Geschmack, den man bei Flor de Copan eigentlich nicht unbedingt erwarten würde. Eine etwas kräftigere Zigarre, fängt sehr pfeffrig an und balanciert sich im Laufe des Rauchens also wirklich sehr, sehr schön aus. Und das alles für 9,80 Euro. Ist jetzt schon im Markt oder kommt noch? Oder? Kommt jetzt nach der Messe und wird in etwa im guten Fachhandel, denke ich, bis zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein. Ja, sieht auch hübsch aus. Schöne Verpackung. Wunderschön. Schönes Kästchen, ja. Lädt richtig ein, den Zigarrenliebhaber die Zigarre zu probieren. Ist ja die Serie normalerweise relativ leicht, wie Sie auch gesagt haben. Aber ja, hier genau. Haben Sie jetzt so richtigen Tabakgeschmack reingepackt. Ja, genau. Also Sie wollten halt wirklich mal einen ganz anderen Blend ausprobieren, der nicht so unbedingt ganz verwandt ist mit der klassischen Serie. Und ich muss sagen, es ist Ihnen wirklich gelungen. Also wir sind freuen Sie sich auf die Flor de Copan Limited. Wir freuen uns. So, was habe ich denn hier gefunden? Das ist auch ein Rocky Patel Produkt. Vintage 1999. Also Rocky hat es mit den Zahlen. Rocky hat es mit den Zahlen, ja. Und Rocky hat es auch mit dem Baseball, deshalb haben wir das hier präsentiert. Milwaukee Brewers, ein Lieblingsverein. Und deshalb präsentieren wir das heute, das neue Format der beliebten 1999er-Serie. Ein Chico-Format für 2,10 Euro und wie Rocky mir eben sagte, die perfekte Zigarre für ein kleines Bier. Kleines Geld, große Zigarre. Ganz genau, so kann man es auf den Punkt bringen. Vielen Dank. Ja, also gefühlte 28 Meter vom bisherigen Standort entfernt, wo wir die ersten Produkte jetzt gesehen haben, sind wir jetzt bei der Patronenwelt eingetaucht. Das heißt, Sie werden uns richtig eintauchen lassen. Ich hoffe, dass es mir ansatzweise gelingt, weil Patron wirklich ein sehr qualitätsbewusster Hersteller, der sich wirklich Qualität auf die Namen, auf die Fahne schreibt. Es gibt zwei wichtige Jahreszahlen in der Firmengeschichte Patron. Das ist einmal die Zahl 1926 und 1964.
1926, das Geburtsjahr des Vaters, José Padrón, und 1964 die Gründung der Firma Padrón. Und das ist die erste Tube aus der 1964er-Serie, eine ganz besondere Tube, wie Sie sehen. Es ist eine viereckige Tube. Die gibt es in zwei Formaten, den beliebtesten Formaten der 64er-Serie zu kaufen. Als eine Boxpress-Zigarre. Eine Boxpress-Zigarre, also Padrón hat bis auf eine Zigarre, auf die wir gleich eingehen werden, alles Boxpress-Zigarren und dementsprechend eben auch diese Tube angepasst. Beide Formate gibt es in einer Natural, in einer hellen Variante und in einer Maduro mit einem dunklen, öligen Deckblatt, wunderbar zu rauchen. Preislich? Preislich liegen die zwischen 21 und 23,80. Naja. Schon ein ambitionierter Preis, aber aufgrund des Qualitätsbewusstseins, wie wir finden, ein durchaus gerechtfertigter Preis. Man muss sie mal rauchen und dann kann man es beurteilen. Ich werde sie auch rauchen. Danke. So, was haben wir da noch? Ja, und dann haben wir also wirklich eine Neuheit aus dem Hause Padrón. Die 90er-Serie, also es ist eine Zigarre aus der 1926er-Serie zu Ehren des 90. Geburtstages des Firmengründers. Die erste runde Zigarre aus dem Hause Padrón. Und ich durfte sie gestern rauchen und ich muss sagen, ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr sparsam mit Superlativen. Aber ich muss sagen, es ist wirklich eine der allerbesten Zigarren, die ich in meinem Leben bisher geraucht habe. Man sieht es. Man kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber man sieht es, dass die Zigarre bei Ihnen gut angekommen ist. Ja, auch verschiedene Formate? Ja, genau. Nein, es gibt nur ein Format, also dieses Format. Das ist eine Grand Robusto. Aber sie gibt es in zwei Deckblattvarianten. Einmal wieder mit der Natural in einer weißen Tube. Und diese dunkelrote Tube soll wohl das dunkle, ölige Maduro-Deckblatt ein bisschen nachempfinden. Beides mit der Unterschrift von Padrón auf der Tube. Zu Preisen von 26,80 Euro das Stück. Okay, angekommen. Padrón, haben wir noch was anderes zu sagen? Ja. Padrón hat also José Padrón ein Buch geschrieben, Buch schreiben lassen. Aber er hat alles zusammengetragen aus seinen nun rund 90 Jahren. Er hat es mit einem engen Freund der Familie geschrieben, Cesar. Eine Vita, ein Buch, das sich wirklich lohnt zu lesen, weil die Vita von Padrón liest sich wirklich wie ein Krimi. Also es ist ein Hersteller, dem wurde schon zweimal die Fabrik zerbombt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber der hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte, auch immer im Kontext mit Fidel Castro. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Es ist zurzeit in der Übersetzung, befindet sich in der Phase der Übersetzung und es wird, wenn alles gut geht, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Wunderbares Weihnachtsgeschäft. Stories rund um die Zigarre sind immer schöne Stories. Viel Geschichte, viel Zigarre, sehr unterhaltsam. Okay, vielen Dank für die Info. Was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir Tabak. Ja, Tabak, wichtig, für die Pfeifenraucher. Pfeifentabak, genau. Unsere neuen Limited Editions. Danke. Ja, Richter, sind Sie begeisterter Skifahrer? Ja. Wenn es die Zeit erlaubt, fahre ich zweimal im Jahr von Bremen in den Schnee. Aber das sind nicht Ihre Skier, die wir hier oben sehen? Ich bin schon alt, aber doch noch nicht so alt. Also meine sind schon mit vorne und hinten Bindung, selbstverständlich. Okay, aber die Skier bringen uns auf das Thema, ja? Genau. Wintertabak, Winteratmosphäre, zwei schöne Produkte dazu. Ja, genau. Also auf unserer Winter Edition von Red Race befinden sich drei Nussknacker, weil in der Edition also ein Hauch von Macadamia-Nuss sich befindet und das wollten wir optisch halt ein bisschen darstellen. Der Tabak ist abgerundet mit einem sehr schönen Karamell-Vanille-Flavor, was diesen Tabak sehr cremig, sehr weich und passend zur Jahreszeit Winter sehr schön erleben lässt. Und die zweite Edition ist die Kohlhaase Cup Edition. Ja genau, wie jedes Jahr unsere Kohlhaase Winter Edition. Anders als bei Red Race haben wir dort mit Aromen von Pflaume und Kirsche gearbeitet. Das Besondere vielleicht auch noch ein bisschen Flakestückchen haben wir dort gearbeitet. Also ein Tabak, der sich sehr schön angenehm weich und vor allem kühl rauchen lässt.
Ja, und auf der anderen Seite sehen wir jetzt hier den Ausflug in eine andere Welt. Das heißt also, Sie sind ja mit diesen Editions weltweit aktiv und jetzt sind wir in Asien gelandet. Genau, also unsere zweite Station nach Afrika ist Asien. Wir haben uns bei unserer Edition 2017 schon beeinflussen lassen von der asiatischen Küche und haben dort einen Flavor mit eingearbeitet, der nach Zitronengras riecht und auch ein bisschen schmeckt. Also ganz interessante Mischung. Ich hoffe, ich konnte einige Pfeifenraucher da neugierig machen, weil das schon ein Mix ist, den man so bisher nicht kannte. Leider gibt es kein Video, wo man den Geruch vermitteln könnte. Sonst würde ich Sie bitten, jetzt hier gleich mal eine Pfeife anzustecken. In 5 Jahren haben wir sowas vielleicht. Okay, wir sprechen uns. Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte noch, wo die Preise sind für die 3 Produkte. Ja, die Weihnachts-Editions kosten jeweils 22,80 und die Asia-Edition liegt bei 23,20 Euro für 100 Gramm. Okay, da wissen wir auch, was man ausgeben muss, wenn man eine gute Pfeife rauchen möchte. So, wohin gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Opus X-Stand. Bin begeistert. Ja, wir haben den Standplatz nochmal gewechselt. Das heißt, wir sind jetzt vor den Colas in Kopfstand gegangen. Auch da wirkt der Stand ja schon einladend, großzügig, schöne Farben. Aber ein richtiger Knaller steht hinter uns, die Pointe. Gerade jetzt pünktlich sozusagen auch zur Messe hier eingetroffen. Das ist ein richtiger Knaller. Also das ist wirklich auch eine der ganz, ganz besonderen Zigarren. Wir feiern mit dieser Zigarre, feiert Fuente das 20-jährige Jubiläum der Opus X. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass man dominikanische Puro-Zigarren in dieser Preislage verkaufen kann? Also der Erfolg der Opus X ist von vielen wirklich also nicht erwartet worden. Und umso stolzer und umso schöner ist es, dass es dann auch funktioniert. Also Arturo Fuente, ich glaube, einer der ganz, ganz Großen in der Zigarrenbranche und im Besonderen auch in der Dominikanischen Republik, feiert mit dem 20-jährigen Jubiläum eine wirklich fantastische Zigarre. Wir haben vorhin bei der Patrol schon über die Familie gesprochen. Auch Fuente ist ja auch eine alte Zigarrenfamilie. Und Arturo hat das jetzt wirklich alles schön weitergelebt, lebt das schön weiter, bringt immer wieder schöne Produkte in den Markt rein. Aber das hat ja optisch auch hier sehr viel. Also das ist ja ein Produkt, was ich mir auch gerne in meinen Humidor stelle und die Leute damit anlocken möchte. Also da hat man richtig Spaß dran, auch die Kiste zu kaufen. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Die Kiste ist, glaube ich, eine der schönsten, die ich in den letzten Jahren präsentieren durfte. Es ist mit der Farbe Blau. Die Farbe Blau ist eigentlich diese Urfarbe der Familie Fuente. Es ist ja jetzt doch eine andere Farbgebung, aber man wollte eben den Anfang der Firma damit auch huldigen in dieser Kiste. Und Calido, ja, ein totaler Familienmensch, muss man wirklich sagen, lebt diese Tradition des 100-jährigen Bestehens wahrscheinlich auch die nächsten 100 Jahre weiter. Okay, die Zigarre selber ist was für ein Format? Die Zigarre selbst gibt es in 4 Formaten zu Preisen zwischen 35 und 39 Euro. Es ist eine 20er-Kiste, also schon ein sportlicher Preis. Aber wer sie einmal geraucht hat, weiß, was er da gekauft hat. Das kann ich Ihnen versprechen. Also nehmen wir es sportlich und gehen auch noch mal ein Stück weiter an Ihren Stand. Aber von der Fuente müssen wir uns eigentlich ordentlich verabschieden, ne? Ja, ganz genau. Danke. Ja, lieber Richter, jetzt sind wir noch mal bei Zigarren gelandet. Also jetzt kommen wir von der Fuente in eine ganz andere Zigarrenwelt. Etwas preiswerter, wesentlich preiswerter, die Cortez. Da gibt es aber auch eine neue Version. Ja, also Cortez, also es ist schon ein kleiner Sprung, den wir eben in der Welt der Zigarre vollzogen haben. Aber maschinengefertigte Zigarren müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Und Cortez ist wirklich also ein gutes Beispiel dafür, wie man auch für den Endverbraucher, für schmales Geld, also qualitativ wirklich gute Zigarren kaufen kann. Also ein Cortez hat mit einer 10er-Kiste einer Tubo-Zigarre aus der Dominikanischen Republik und aus Honduras, also wirklich zwei verschiedene Serien entwickelt, die sich wirklich sehr, sehr schön rauchen lassen. Wir nennen den Preis trotzdem mal. Der Preis liegt bei 2,60 Euro pro Stück. Es gibt auch Einsteiger, die erstmal mit kleineren Zigarren oder preiswerten Zigarren anfangen. Wir wollen ja auch Leute gewinnen, die vielleicht bisher was anderes geraucht haben. Und da denke ich mal, ist so ein Angebot wie jetzt hier
schon interessant und auch interessant darzustellen. Ja, es hat auch viele Vorteile, mit Shortfiller-Zigarren, sage ich mal, anzufangen zu rauchen. Sie müssen nicht klimatisch gelagert werden, sie haben perfektes Zugverhalten und haben trotzdem ein schönes Aroma. Also es ist, der Genuss ist nicht immer nur abhängig vom Preis, lieber Will. Also, auch eine interessante Produktlinie. Und jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Was kann ich beim Humidor Gutes tun? Also es ist eine Kleinigkeit, ich muss mal ganz kurz abtauchen. Eine Kleinigkeit aus dem Hause Boveda mit einer großen Wirkung. Also für Leute, die zu Hause keinen Humidor haben, hat Boveda, also ich nenne es mal ganz salopp, eine Plastiktüte für den Zigarrenraucher entwickelt. Also man kann bis zu einer Kiste Zigarren in eine dieser Tüten packen und diese Kiste Zigarren hält sich dann für 3 bis 6 Monate von der Humidität wirklich bei 72% Luftfeuchtigkeit und verspricht damit bei den Zigarren optimalen Rauchgenuss. Das ist ja richtig Innovation. Eine richtige Innovation gibt es in 3 Größen, also für 5 Zigarren, dann für 10 bis 15 Zigarren und das, ich präsentiere hier die große Variante, die Einkaufstüte für eine komplette Zigarrenkiste. Also rundes Paket am Kohlhaasen-Kopfstand, wortwörtlich Paket. Das geht jetzt alles zum Fachhandel. Der Fachhandel informiert sich heute, morgen und übermorgen hier auf dieser Messe. Wir hoffen, dass der Fachhandel fleißig das Video anschaut und auch dann die tollen Informationen von Ihnen verarbeiten kann. Ich wünsche Ihnen eine tolle Messe weiterhin, ein gutes Jahresendgeschäft und richtig viel Spaß noch. Vielen Dank für die schöne Zeit am Kohlhaasen und Kopfstand und wir sehen uns sicherlich im nächsten oder übernächsten Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.